Ich sag's gleich vorweg, Stalker 2 ist ein Spiel der Extremer. Es ist das schlechteste gute Spiel, das ich je gespielt habe. Es ist in einer unmöglichen Situation überhaupt erst entstanden. Es ist so schön und doch so hässlich. Ich habe mich riesig auf Stalker 2 gefreut, aber ich kann euch gleich zu Beginn dieser Review sagen, das Spiel ist ein Rohdiamant. Man erkennt das Potenzial, man weiß, dass da drin ein tolles Spiel steckt, aber leider wird eine vielleicht exzellente Spielerfahrung durch einen miserablen Launch-Zustand ruiniert. In der heutigen Review verrate ich euch, warum Stalker 2 ein Spiel der Extremer ist. Wir bleiben natürlich spoilerfrei, getestet haben wir auf der Xbox Series X und dem PC und wir starten mit dem Gameplay. A tragedy most horrible or a joy most profound? Im Kern geht es in Stalker 2 um das nackte Überleben. Das bedeutet, ihr findet eine Menge an Survival-Elementen. Ein Inventar gilt es zu managen, aber auch Werte wie Hunger, Durst, Schlafmangel. Und wie meine Augengänge zeigen, bin ich darin nicht sonderlich gut. Auch für den Kampf müsst ihr auf genug Ressourcen achten. Das reicht von Medpacks bis hin zur Munition und Mittel gegen radioaktive Strahlung. Stalker 2 ist hier knallhart. Geht euch die Munition aus? Pech gehabt. Keine Bandagen dabei, dann wirst du wohl oder übel verbluten. Nichts passiert automatisch und die Reise ist dabei keine einfache. Die riesige Spielwelt als radioaktive Zone ist voller Gefahren und es ist durchaus normal, völlig unvorbereitet in Szenarien zu geraten, für die ihr einfach nicht gewappnet seid. Ihr solltet die Zone also mit Bedacht erkunden, denn klar könnt ihr Munition oder Waffen finden, aber auch Anomalien, brutale Feinde oder die Strahlung macht euch kaputt. Selbst eure Waffen können irgendwann kaputt gehen, ihr seid also nie zu OP, nie perfekt vorbereitet und deshalb ist es wichtig, gründlich zu bleiben. Ein Spaziergang durch die Open World ist aber nicht immer brisant, denn so dicht besiedelt ist das Game nicht, dass euch alle 3 Meter Feinde auflauern, aber das macht es nur noch schwieriger. Ihr könnt Minuten durch das Ödland laufen ohne Feinde, aber das wiegt euch nur in ein falsches Gefühl von Sicherheit und schon lauft ihr in eine Anomalie, die euch zerfetzt oder ein Rudel wilder Hunde, die euch im Pack angreifen. Ihr seid nie sicher, gerade weil viele Anomalien und auch Feinde unsichtbar sein können. Während ihr erkundet, findet ihr zahlreiche Locations und auch Siedlungen von anderen Stalkern, die euch beispielsweise Quests geben können. Sowohl die Main- als auch Nebenquests geben euch immer viel Freiraum, selbst Dinge anzugehen, wie ihr sie für richtig haltet. Auch hier werdet ihr nicht an der Hand genommen. Wer nicht zuhört, Pech gehabt. Eure Entscheidungen können die verschiedenen Fraktionen beeinflussen und auch, wie sie euch gegenüber eingestellt sind. Was wiederum bedeuten kann, dass manche euch aktiv angreifen oder ihr deren Anführer bestechen müsst, um die Feindschaft zu beenden. Bei den NPCs und den verschiedenen Quests wurde meiner Meinung nach echt tolle Arbeit geleistet, denn trotz der teilweise unbeliebten Spielwelt wirken die NPCs selbst und die Fraktionen echt lebendig, als würden hier wirklich verschiedene Menschen ums Überleben kämpfen und entsprechend lügen, angreifen, um Hilfe bitten oder anderweitig versuchen, in der Zone ihr Glück zu finden. Aber in all diesen Gameplay-Aspekten kommt das Extremum des Spiels sehr gut zur Geltung. Die meisten Games versuchen mit ihrem Game Design es dem Spieler so einfach wie möglich zu machen, so angenehm wie möglich eben an die Inhalte zu gelangen. Frust sollte auf keinen Fall aufkommen. Stalker 2 macht das genaue Gegenteil. Ihr sollt euch nicht wohlfühlen. Immerhin ist die Zone gefährlich. Ihr könnt nur sehr wenig mit euch tragen, Dinge brauchen Zeit, wie Looten beispielsweise oder das Inventar anpassen. Manche Tode sind auch einfach unfair, das Spiel ist insgesamt sehr langsam und immer wieder müsst ihr auf eure Ressourcen achten. In diesem Sinne setzt Stalker 2 den Realismus vor den Spielspaß und das muss man mögen. Wer Lust hat auf ein Action-RPG oder Shooter, wird hier vermutlich nicht glücklich. Wer sich aber mit einer ziemlich brutalen Spielwelt mit Survival-Ansatz auseinandersetzen will, der findet hier ein eigentlich ziemlich gutes Spiel. Aber das wichtige Wort in diesem Satz ist eigentlich. Denn normalerweise würde ich jetzt mit euch Grafik und Sound besprechen, aber die lassen sich nicht wirklich besprechen, ohne vorher über die Technik zu reden. Fangen wir mal damit an, dass Stalker 2 ganz eindeutig designt wurde für den PC. Das ist an sich nichts Schlimmes, aber da das Spiel nun mal auch auf den Konsolen erscheint, sollte man hierfür ebenfalls feintunen. Menüs und insbesondere Inventar sind mit einem Controller umständlich, hier wurde klar an Mausspieler gedacht. Das wird auch erkennbar, wenn man die Einstellungen durchguckt. Die sind von den Einstellungen eher PC-lastig, bieten aber trotzdem ziemlich wenig Raum für Kalibrierung, egal welche Plattform. Ein kleines Beispiel, was mich wahnsinnig gemacht hat. Ich hatte das ganze Spiel über massive Probleme beim Aimen, weil immer, wenn ich in eine Richtung gezielt habe, die Kamera ein Stück weiter gezogen ist, nachdem ich den Stick losgelassen hatte. Zuerst dachte ich, mein Controller hätte Stick Drift, aber eigentlich war der neu. Also probiere ich einen anderen Controller, selbes Problem. Nach ein bisschen Recherche im Internet finde ich, dass andere auch das Problem haben. Stellt sich heraus,
Die Stick Dead Zones für den Controller lassen sich nicht einstellen und sind auf Null gesetzt, was bedeutet, dass so gut wie jeder Controller ein bisschen verzieht. Das ist nur ein Beispiel für ein technisches Problem, das die Spielerfahrung trübt, aber es gibt noch eine Milliarde Bugs, die das nicht einfacher ertragbar machen. Optisch dürft ihr euch konstant auf Pop-Ins einstellen. Immer wieder tauchen Assets in der Ferne auf. Das gesamte Spiel kommt außerdem mit Licht nicht wirklich klar. Von extremer Dunkelheit bis hin zu rapiden Nachrendern von Lichtverhältnissen bei Ein- und Ausschritt von Gebäuden, ein Großteil eurer Spielzeit seht ihr kaum was. Gegner euch aber natürlich schon. Auch Sounds setzen immer wieder aus, in Dialogen manchmal, aber auch eure Waffen machen plötzlich keine Schussgeräusche mehr. Hinzu kommen Quest-Logik-Bugs, bei dem teilweise ein Questabschnitt nicht weitergeht, obwohl ihr den absolviert habt und ihr müsst warten, bis der aktualisiert wird. Wem das noch nicht genug ist, der darf sich zusätzlich noch auf massive Performance-Probleme einstellen. Sowohl auf dem PC als auch auf der Konsole könnt ihr eine stabile Framerate vergessen. Selbst mit Top-Hardware sind stabile 60 eher selten bis gar nicht der Fall. Mich graut es eigentlich davor, wie die Series S-Version des Spiels wohl laufen mag. All das ist ziemlich schade, denn wenn mal nicht alles buggt und kaputt ist, ist kurz erkennbar, wie schön Stalker 2 eigentlich sein kann. Mit tollen Effekten, gerade aufgrund der Anomalien und einer riesigen Zone, aber leider sind diese Momente eben sehr selten. Mit all diesen Problemen fiel es mir unfassbar schwer, mich auf die Zone einzulassen, aber es hat halt immer wieder durchgeblinzelt, was für eine immersive Spielwelt hier gebastelt wurde und wie durchdacht das Konzept ist. Die Wahrheit ist, ich kann euch nicht viel über Story, Grafik und Sound erzählen, denn wirklich genießen konnte ich sie nicht. Nach ungefähr 25 Stunden Spielzeit sah ich mich sogar gezwungen, meinen Playthrough zu beenden. Zu viele Dinge haben das Zocken gestört, zu viele Probleme hatte ich, insbesondere das Thema mit den Dead Zones und dem Controller Stick Drift hat mich einfach wahnsinnig gemacht. Trotzdem versuche ich mal ein Fazit für das Spiel zu geben, nach 25 Stunden Spielzeit. Ich glaube, in Stalker 2 steckt ein episches Spiel. Eines, was wirklich innovativ ist, begeistern kann und vielleicht sogar irgendwann als Meisterwerk anerkannt wird. Entscheidungen zugunsten der Immersion auf Kosten des Komforts finde ich cool, denn das trauen sich wenige Games heutzutage. Ihr müsst einfach wissen, dass ihr euch auf ein bockschweres Spiel einlasst, das euch nicht an die Hand nimmt und nicht geeignet ist für ein bisschen Ballern oder RPG-Zocken für zwischendurch. Der Weg zum Meisterwerk ist aber gerade schwer erkennbar, denn Stalker 2 leidet an massiven technischen Problemen, die behoben werden müssen, bevor sich hier vermutlich eine aktive, treue Community entwickelt, die das Spiel auch in 10 Jahren noch zocken wird. Ein Rohdiamant, der noch den nötigen Feinschliff braucht. Wer kann es dem Team aber verübeln, dass hier die Qualitätskontrolle gescheitert ist? Immerhin ist das Spiel mitten im echten Krieg entstanden. Ich drücke GSD Game World auf jeden Fall die Daumen, dass sie hier das Ruder noch rumreißen können. Denn noch kann ich Stalker 2 nicht empfehlen, bin mir aber auch ziemlich sicher, dass sich das bald ändern wird. Das war's mit der heutigen Review. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und Abo da, denn damit könnt ihr mich supporten. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, macht es gut und bis zum nächsten Mal.